Vielen Dank, dass Sie einen Defibrillator bestellt haben und einen herzsicheren Standort schaffen. Hallo, ich bin Helmut Schaflofer, komme aus Eindlingen und würde kurz davon berichten, wie einer meiner besten Freunde und ein Defibrillator mich vor einem akuten Herztod bewahrt haben. Beim Fußballtraining unserer Altherrenmannschaft in Eindlingen brach ich dann plötzlich ohne Vorzeichen zusammen und lag bewusstlos auf dem Rasen. Geistig gegenwärtig hatte dann mein Freund mit einer Herzdruckmassage begonnen und hatte die anderen Fußballspieler weggeschickt, einen Defibrillator herbeizuschaffen. Der Glücksfall war dann, dass damals vor ein paar Wochen vorher die Gemeinde für den Sportverein einen Defibrillator dann angeschafft hatte und der sich in der Nähe befand. So konnten die Spieler ihn schnell herbeischaffen und mein Freund eben mit einer Maßnahme beginnen. Durch die einfache Bedienung und die automatisierten Sprachanweisungen des Defis konnte mein Freund schnell einen lebensrettenden Elektroschock abgeben und mir eben das Leben so lang retten, bis der Notarzt eingetroffen war. Dieses einschneidende Erlebnis lässt mich dazu appellieren, Defis flächendeckend vorzuhalten, denn es kann jeden treffen, jederzeit und auch überall. Wichtig ist es auch, dass Menschen für solche Notsituationen sensibilisiert und geschult werden, nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja, wir waren am Fußballplatz, Fußballtraining von unserer A-Mannschaft. Und wir haben schon eine ganze Zeit lang trainiert gehabt und dann zur späteren Zeit, bevor es zum Ende zugegangen ist, da bin ich nochmal eingewechselt worden, weil wir mehrere waren, da gehen dann immer welche raus, welche rein und bin dann auf, ohne dass ich was gespannt habe, bin ich halt zusammengebrochen und war halt da dann am Boden gelegen. Und dann, ich habe dann ja selber nichts mehr mitgekriegt. Und durch die Erzählungen halt dann später von meinen Sportskameraden war halt das so, dass der Matthias eben mich versucht hat zu reanimieren mit der Herzdruckmassage eben. Ja, und die anderen eben ins Sportheim runtergelaufen sind, dann den Defi geholt haben, der da einige Wochen vorher von der Gemeinde angeschafft worden ist. Ja, und der hat mir halt eigentlich dann auch, das haben sie dann angewendet, der hat dann einen Elektroschock ausgelöst, einmal, der hat mir dann eigentlich das Leben gerettet dort, ja. Ja, und ich war halt dann eine ganze Zeit lang im Krankenhaus, bis da alles soweit wieder in Ordnung war und ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später war dann wieder einiges, wo ich gespannt habe, in der Brust zu erdrücken, da wo ich mal was gespannt habe, das war beim Training nicht so war und da haben die halt dann einfach beschlossen, mir einen Defibrillator zu implantieren. Und seitdem ja, ist es halt so, hin und wieder drückt es oder was, aber weitestgehend habe ich ein ganz normales Leben. Also es wäre super, wenn so Defibrillatoren überall stationiert wären und mehrere Standorte geben würde, dass mehrere Leute das anschaffen würden, weil es hört ja nicht nur mir geholfen, es könnte auch jeden anderen einmal treffen und da wäre es super, wenn dann solche Sachen überall zur Hand wären und man das nutzen könnte. Im Notfall ist es überlebenswichtig, dass bekannt ist, wo der nächste Defibrillator ist und dies auch tatsächlich gefunden wird. Bitte machen Sie Ihren Defi-Standort mit einem Schild für alle deutlich sichtbar und lassen Sie ihn in der kostenlosen und weltweiten Cesali-Notfall-App registrieren. Diese App dient allen Bürgerinnen und Bürgern im Notfall Defi-Standorte und trainierte Ersthelfer zu finden. Die integrierte SOS-Funktion enthält alle weltweiten Notrufnummern. Helfen Sie bitte mit, diese App zu unterstützen. Animieren Sie Ihre Familie, Bekannten und Kollegen. Herzlichen Dank. Ich habe überlebt, dank eines Defibrillators.